Hallo aus Berlin, wo es gerade noch heftig geschneit hat, und ich habe heute einen Appell an die Kollegen und auch ein paar Ideen für den Umgang mit YouTube. Den Hintergrund ahnen Sie vielleicht bereits. Mein Kanal ist erneut gesperrt worden. Am Samstag wurde er gesperrt für meinen Livestream von der Querdenken-Demo. Dann wurde er am Montag plötzlich wieder freigeschaltet, und jetzt heute früh wache ich wieder auf. Er ist wieder gesperrt und wieder wegen eines Livestreams. Wieder, weil ich nur das getan habe, was meine Pflicht als Journalist ist: berichten, in diesem Fall von einer Demonstration, wieder live. Ich habe mich da extra distanziert. Das ist ja heute schon wie das Amen in der Kirche. Intelligente Leute verstehen das ohnehin, aber bei YouTube muss man das extra immer noch mal sagen, dass man sich das nicht zu eigen macht. Ich habe da sogar extra noch mal gesagt, dass mir das zu radikal ist. Da kam auch eine Kritikerin noch ganz ausführlich zu Wort. Also journalistisch völlig astrein, und dafür bekommt man dann heute den Sendemasten abgedreht. Und mein Appell heute an die Kollegen: einige von Ihnen freuen sich, dass ich mundtot gemacht werde, die meisten schweigen. Ich gebe heute ein Versprechen ab. Wenn Sie in naher oder ferner Zukunft einmal mundtot gemacht werden, das kann sehr schnell gehen. Wissen Sie, diejenigen, die heute stramm auf Zeitgeistlinie sind, der Zeitgeist kann sich sehr schnell ändern. Und ich werde mich so laut ich kann dafür einsetzen, dass Sie, auch wenn Sie heute gelacht haben, dass ich gesperrt werde, dass Sie nicht gesperrt werden. Weil ich glaube, das ist die Grundlage von Meinungsfreiheit, dass man für die Meinung derjenigen kämpft, dafür, dass diejenigen die Meinung sagen können, die nicht die eigene Meinung haben. Frei nach Voltaire, der Spruch, der ihm zugesagt wird, aber den er nie gesagt haben soll: ich bin bereit, mein Leben zu opfern für Ihre Meinung, auch wenn ich sie zutiefst verachte. Wie gesagt, kein wörtliches Zitat, aber genau das entspricht seiner gesamten Geisteshaltung. Und heute haben wir eher das umgekehrte Phänomen. Man hat den Eindruck, manche Kollegen sagen: ich bin bereit, alles zu tun, dass falsche Meinungen nicht ausgesprochen werden dürfen. Wie kam es so weit? Lange Geschichte. Das ist totalitäres Denken, das da zum Vorschein kommt. Das ist enorm erschreckend. Ich bin aber überzeugt, dass sehr viele sich doch Gedanken machen, dass sehr viele verstehen, gerade eine andere Meinung, die muss geschützt werden. Und Offenheit, Toleranz und Buntheit, die sind dann offen, tolerant und bunt, wenn es um andere Meinungen geht. Wenn man nur die eigene Meinung repliziert haben will, ist das das Gegenteil von Toleranz, Offenheit und von Buntheit. Und daher, alle, die aufrichtige Demokraten sind, alle, die nicht einverstanden sind mit dem, was ich mache, was völlig natürlichste Recht ist, die sollten sich doch dafür einsetzen, dass auch diese anderen Meinungen gehört werden. Und sie sollten sich nicht in zynische Ausflüchte stürzen, die dumm sind in meinen Augen, die auch zeigen, dass man nicht versteht, was Zensur bedeutet. Zensur ist keinesfalls nur staatlich, da braucht man nur in der Duden-Definition nachschauen. Es kann auch von anderen Stellen ausgeführt werden. In dem Fall wurde sie einfach outgesourced, weil unser Staat ja auch über das Netzwerkdurchsuchungsgesetz Druck ausübt auf Internetgiganten wie YouTube, und die sozusagen im staatlichen Auftrag dann Zensur ausführen. Und der Hinweis, YouTube habe ein Hausrecht, ist unsinnig. Es gibt in Deutschland hochrichterliche Entscheidungen, und da heißt es ganz klar: aufgrund der fast monopolistischen Stellung, die YouTube hat, ist es an das Grundgesetz, an die Meinungsfreiheit gebunden. Und diese zynischen Behauptungen, Privatkonzern, wie absurd die sind und wie sehr die entlarven, dass man kein Verständnis von Zensur hat, zeigt ein Vergleich. Das ist in etwa so, wie wenn es in einer bestimmten Region nur eine große Druckerei gibt, die eine Zeitung drucken kann, und die wird vom Staat unter Druck gesetzt. Die druckt dann die nicht mehr, und dann sagen die Verteidiger: ja, aber er kann ja in die kleinen Druckereien gehen. Ja, aber die können nur einen Bruchteil der Leser bedienen. Also diese Logik, die zeigt ein völliges Unverständnis. Ich kenne das ja auch aus Russland, und da ist es auch so, dass immer private Interessen vorgeschoben werden. Übrigens ganz bezeichnend: viele sagen ja, was beklagt sich der Reitschuster? In Russland ist es doch viel schlimmer. So einfach ist es nicht. Man kann das nicht gleichsetzen. Und zwar ist es in Russland schlimmer, weil Leute teilweise umgebracht werden wegen falscher Meinungen. Das ist ohne Zweifel schlimmer. Wenn man aber sich nicht exponiert als normaler Bürger,
dann hat man dort keine Angst, im Normalfall seine Meinung zu sagen. Sie können da auch Putin kritisieren. Ich konnte Putin kritisieren im Staatsfernsehen mehrfach. Ich habe gesagt, dass das korrupt ist, dieses System. Und das ist ausgestrahlt worden. Ich werde dann überbrüllt. Es ist ein höchst unfaires Moderationsteam, das da manipuliert. Aber man kann es sagen, bei ARD und ZDF käme ich nicht mal in die Sendung. Das ist also alles bei Weitem nicht so zweischneidig. Ich habe in Russland nie Angst gehabt, meine Meinung zu sagen. War natürlich auch privilegierter Ausländer. In Deutschland muss ich mir inzwischen jedes Wort dreimal im Kopf umdrehen, weil ich ansonsten meine Multiplikationsmöglichkeiten etwa bei YouTube gefährde. Das ist nicht mehr normal. Das muss jeden aufrechten Demokraten muss das empören und jeder auch mit anderer Meinung, egal wie er zu Corona-Politiken steht, zum Lockdown, müsste da seine Stimme erheben. Dass das nicht geschieht, dass gelacht wird, das sagt sehr viel über die Zustände in unserem Land aus. Ich habe auch noch einen Appell an die Kollegen, die so ähnlich denken wie ich. Ich denke, man muss YouTube hier mit den eigenen Waffen schlagen. Leider hat man gegen kritische Geister einen Informationskrieg angezettelt und da helfen Partisanenmethoden. Und darum verzichte ich zum Beispiel hier bei diesem Video völlig auf meine Urheberrechte. Jeder, der das möchte, kann das bei sich hochladen. Deshalb der Aufruf, große Kanäle, kleine Kanäle, laden Sie das bitte hoch. Schlagen Sie YouTube ein Schnäppchen und den Sensoren. Und ich werde das auch bei künftigen Videos öfter so machen, dass ich die einfach völlig freigebe, weil es mir nicht um das Copyright geht, sondern um die Sache. Und ich möchte YouTube jetzt auch einen Boykott erklären. Die haben mich jetzt für 7 Tage gesperrt. Ich möchte YouTube 7 Tage auch sperren. Und zwar möchte ich nur noch Ankündigungen bringen für die Videos, sobald ich wieder frei bin und die dann auf anderen Kanälen hochladen. YouTubes Algorithmen versuchen das dann zu unterdrücken, weil wenig Kommentare da sind. Da verlasse ich mich auf meine Zuschauer, die helfen mit Überkommentieren, über Likes, um YouTube da ein Schnäppchen zu schlagen. Und ich denke, alle kritischen Stimmen müssten sich jetzt mal zusammentun. Es gibt ja diverse Alternativen für YouTube, aber solange jeder auf einer eigenen ist und es 500 unterschiedliche gibt, wird das nicht. Man muss sich zusammentun. Man muss sich hier vernetzen. Es ist wirklich, es ist nicht 11:55, es ist eigentlich schon 11:55. Und nur diejenigen, die eine völlig naive Vorstellung darüber haben, wie autoritäre Regime entstehen, die denken, Meinungsfreiheit ist 0 oder 1. Und wer was Falsches sagt in autoritären Regimen, der wird weggesperrt. So ist es nicht. Es ist Huxley. Es wird ganz anders heute manipuliert. Es wird ganz anders Meinung unterdrückt. Und genau das, was wir erleben, das ist genau die moderne Struktur von autoritären Regimen, die hier im Entstehen sich befinden. Ich sage noch nicht, dass das schon vorhanden ist, aber es ist ganz klar abzusehen und ich denke, man muss jetzt endlich etwas tun. Deshalb der Appell an diejenigen mit anderer Meinung, trotzdem einsetzen für Meinungsfreiheit, an diejenigen, die vieles ähnlich sehen wie ich, vernetzen, dieses Video streuen, auch an alle, jeder normale Zuhörer, auch mit kleinem Kanal, kann das einfach bei sich auf YouTube hochladen. Und wir müssen YouTube zeigen, die halten sich für Monopolisten, aber zusammen sind wir stark. Und es ist schon so mancher Goliath umgekippt. Und wenn die Menschen ein Zeichen setzen, dann kann man auch hier dafür sorgen, dass der Goliath hier sich nicht weiter mit den Menschen so verhält, als seien wir hier einfach nur Klickvieh, Entschuldigung, ich sage jetzt dieses böse Wort, aber das ist einfach empörend, so mit erwachsenen Menschen umzugehen. In diesem Sinne, alles Gute, danke. Sie können sich auch das gelöschte Video anschauen, diesen Livestream 2 Stunden bei Rumble. Für die Entscheidung, für die Beschwerde brauchte YouTube 1 Stunde. Also die konnten sich vor der Zurückweisung der Beschwerde das Video gar nicht mehr anschauen. Das ist gespenstisch. Alles Gute, danke, ciao. Einsetzen, die eine andere Meinung haben. In diesem Sinne, alles Gute, vielen Dank, ciao. Und jetzt habe ich es tatsächlich noch geschafft, dass ich die Kamera verstellt habe. Heute also mal kein Backstage, heute der Fehler direkt im Hauptstream. Alles Gute, danke, ciao.